Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anno 1800, Echos und Tycoons hier auf meinem Kanal. Wir sind hier stehen geblieben. Letztes Mal haben wir ein Schiff gebaut für die verbesserte Rumroute, damit wir besser rumtransportieren können. Wir warten auch nach wie vor noch auf die Kaffeeroute zum Beispiel. Kaffee und Gold, der hat noch nicht geladen. Du bist trotzdem auf dem Rückweg oder was? Bist du ein Arsch? Frag für einen Freund. Warum hat der jetzt wieder nicht geladen? Er ist auf dem Rückweg und hat nichts mitgebracht. Merkst du selber, oder? Verstehst halt nicht. Ich muss, also ehrlich nicht. Warum nehmen die manchmal nichts mit? Bäckerei. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Lass den mal mitnehmen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wessi? Schäferei und Ziegenfarm? Die kenne ich noch gar nicht. Okay. Und wir haben hier irgendwo das Schiff bekommen. Vollkühlschiff. Ihre Majestät ist nicht zu. Keine Lust, das zu behalten. Das kostet mich gerade voll viel Arbeitskraft. Ich, gut, warum hast du immer keine Schweine? Ich verstehe es nicht. Stahlwerk ist wieder in die Luft geflogen und hat hier wieder alles zerlegt. Ups. Dass hier nie was passiert, ne? Das ist immer nur Stahlwerk. Okay. Eine Aufgabe. Jeden Tag eine und ich sollte nicht nach mehr fahren. Ein Foto. Das, was wir uns hier erhofft haben. Sehr schön, haben wir gemacht. Da erkennt man alles drauf. Wie eine dreibeinige Ziege. Okay. Gib mir eine Blume. Nähmaschinen reichen noch, ist aber knapp. Das heißt, auch da müssen wir mal gucken. Die Frage ist dann einfach, wie wollen wir jetzt mit dir umgehen? Also wir haben nicht genug. Wir kriegen hier auch erstmal wahrscheinlich nicht so viel Strom hin. Was erstmal auch eigentlich nicht schlimm ist. Wir produzieren in 15 Sekunden. Was hatten wir nochmal hier mit der schöneren Bierbrauerei? In 30, also im Strom auch in 15. Das heißt, wenn wir davon zwei machen, bräuchten wir das Ding aber im Strom. Die Melzerei. Könnte man natürlich tun. Ja, könnte man machen, ne? Weil dann würde ich... Pass auf. Machen wir das so? Machen wir hier so? Weil das sieht auch geil aus. Sieht sehr ähnlich aus. Dann machen wir davon einen zweiten. Der kommt dann einfach hier hin, wo der jetzt ist. Erstmal. Und den hier. Dich hier. Dich setzen wir. Ich wollte den eigentlich hier so reinsetzen. Warte mal. Weil das auch ein Getreidefeld. Sieht auch nicht so scheiße aus. Dann. Und hier bekommt er aber Strom ab. Vielleicht so. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, haben wir genug Getreide noch? Nein. Jetzt
machen wir nicht mehr genug Getreide. Haben wir noch ein Feld ohne Traktor? Nee, ne? Und wir machen natürlich auch nicht mehr genug Hopfen. Was ist Hopfen? Das ist Hopfen. Den haben wir schon mal umgebaut hier. Das heißt, hier könnte man überlegen, ob man vielleicht einfach eine Scheune ranmacht. Vielleicht machen wir die einfach hier drüben hin. Ist ja egal. Finde ich ganz cool da. So. Und das müsste jetzt aber reichen an Hopfen. Das heißt, ich glaube, der hier ist jetzt über. Was nicht so schlimm ist, haben wir den eingespart, aber wir brauchen noch ein Getreidefeld. Ein Getreidefeld für mich, bitte. Wo packen wir das hin? Vielleicht packen wir es erstmal hier hin und dann überlegen wir uns irgendwie was Schickes, was dazu. Ach nee, da kann ich es nicht an die Traktoren machen. Dann lass uns das ein Stück weiter hier oben einfach hinstellen. Erstmal. Ist noch nicht schick dann. Aber das machen wir noch. Weil ich glaube, wir kriegen das ohne Dings nicht hin sonst. Ohne Traktor. Weil da müsste ich zwei bauen, glaube ich. So, die Schäden da sind aber auch behoben. Okay, das heißt, wir produzieren jetzt echt krass viel Bier. Ich habe aber... Was? Wieso habe ich nur eine Versorgung von... Ach so, weil die nicht im Strom stehen hier. Ja, stimmt. Au, da habe ich wieder nicht dran gedacht. Die müssen ja genauso im Strom stehen dann. Verdammt. Manu. Mist. Dann machen wir so. Okay. Dann müssen wir hier noch was. Lassen wir das einmal freilassen. Ich will den da immer wieder reinschieben. Wenn wir hier irgendwie Strom haben. Okay. Herrlich. Ich hab nicht genug Post. Oh. Wieso nicht? Habe ich irgendwo keine Post? Oh. Ja. Doch. Könnte man so sagen. Aber mancherorts ist keine Post. Na gut. Vielleicht so und... Ja. Na, da geht nicht. Machen wir erstmal so einfach. Damit haben wir aber die da auch abgedeckt. So, dann müsste Post wieder passen. Okay. Vom Stapel gelaufen. So, Bäckerei. Das reicht auch nach wie vor noch. Das ist crazy. Du hast eine Aufgabe für mich. Ach, diese Enigma-Aufgaben, stimmt. So, was möchtest du haben? Gelb und lecker, grün und braun, aber nicht so appetitlich ist eine Banane. Ja, was auch immer du willst. Pfefferminze. Ist diese Form der Selbstlosigkeit. Hört mal auf, alle hier miteinander zu reden. Ich will hier ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Mein Geschenk haben. Gute Arbeit, Benicio. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Okay, so. Erstmal wieder zurück.
Mann, es ist schon wieder so viel zu tun den ganzen Tag, ne? Ist krass. Kiste unter Deck. Wo sind denn eigentlich meine Schiffe jetzt, die nichts tun? Also die ich von der Route vom Dings abgezogen habe. Wo sind die hingefahren? Eins steht hier. Von der Baumwolle. Eins steht hier. Lohnt es sich, die noch zu behalten? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier ist das andere. Wieso lädst du nur so wenig? Alles bereit. Wait, what? Ich hab nicht mehr? Setz dich lieber in den Schatten, Chefe. Okay. Dann reicht dir ein Schiff locker. Okay, wie sieht das denn aus mit den mit dem Rum? Ich habe auch zwei Schiffe. Der ist zum Beispiel voll. Der hat anscheinend vielleicht abgeladen, keine Ahnung. Ich habe 375. Meint ihr, das reicht, wenn wir mit einem Schiff fahren? Ich weiß auch gar nicht, ob mein Rum überhaupt reicht. Warte mal. Ups. Nicht so ganz. Pass auf, dann machen wir einfach jetzt, wir sind jetzt Krösus hier. Wir bauen jetzt noch ein Schiff. Und dann ersetzen wir beide auf der Rumroute. Dann haben wir zwei Rumschiffe. Dann wird aber auch hier ein Slot nicht mehr reichen, um hier hinzubringen. Oder? Wie haben wir denn hier? Obwohl, hier brauchen wir noch nicht ganz so viel, ne? Doch, ich habe hier auch viele. Obwohl, es sieht noch gut aus. Okay, dann müssten wir ja nochmal rum nachproduzieren. Haben wir noch Arbeitskraft? Ja. Wir können natürlich auch noch Hacienda hier die Dinger bauen, um Platz zu haben. Ich weiß nach wie vor, es ist nicht schön, aber erstmal muss es hier hin und später werden wir das alles umbauen. I know, I know. Das Problem ist halt immer diese mehreren Baustellen gleichzeitig. Und dadurch, dass wir, würde ich behaupten, durch die alte Welt mehr Geld bekommen zum Beispiel, ist es natürlich erstmal wichtig, dass wir die auch erstmal ganz gut priorisieren, denke ich. Um dann vielleicht später hierher zu switchen. So. Wir haben minus eine Arbeitskraft. Der eine oder was? Der eine oder keine, Mann. So. Ein neuer Auftrag? Hier könnten eigentlich mal zwei Schiffe stehen bleiben. Wir können einmal hier unten, ein Schiff mal hier unten parken. Alles bereit. Hallo. Kann ich es bei ihm nicht verkaufen? Was ist? Hey. Kann ich nicht, oder was? Oh, Schmutz. Ich dachte, das kann ich bei dem verkaufen. Dann fahr halt dahin. So, dann lass uns mal hier das Schiff draufpacken und dich mal davon abmelden erstmal. Die Frachtschiffe sind natürlich auch insgesamt ein bisschen schneller, würde ich behaupten. Beziehungsweise fahren ein bisschen konstanter, weil sie nicht vom Wind abhängig sind. Das ist natürlich auch ganz angenehm. So, und jetzt haben wir dann noch mehr Schiffe. Das heißt, vielleicht macht hier sogar noch eine Anlegestelle mal Sinn. Eine weitere. Ah, oh, es flackert. Es stürzt gleich irgendwann ab. Ja, jetzt nicht mehr. Doch, wieder. Dieses Flackern ist immer gefährlich. Es könnte abstürzen, mein Spiel. Das hat er manchmal irgendwie. Mal gucken.
glaube, es hat sogar tatsächlich... Oh, ich glaube, das war das, was... Okay, egal. Anderes Thema. Er hat wieder keine Ich raff das nicht. Bist du doof? Und dann bringen sie dir wieder welche. Was ist das für ein Quatsch? Achtung, der Boss. Er hat noch Strom, ne? Ja. Also, das ist irgendwie... Ich produziere genug Schweine. Ich müsste sogar Schweine auf Lager haben, oder? Guck mal, wie viele. Wie kann das angehen, dass er dann immer keine Schweine geliefert bekommt? Bots. So, Kaffee ist... Oh ja, stimmt. Kaffee ist wieder nicht da. Oder wurde nicht geladen. Why? Wo bist du gerade? Okay, du bist schon wieder hier reingefahren. Lass uns mal hier warten und dich beobachten, Kollege. Du bist jetzt unter Beobachtung hier. Damit du auch Scheiße lädst. Schön, dass Sie sich Zeit für die Feinheit. Ich will ja die Taschenuhren voranbringen. Das ist so frech. Ich habe schon so viel Alu, ne? Bei welchem Ding sind wir hier denn eigentlich? Nähmaschinen und Zigarren, ne? Ja. Gitarren. Oh, Gitarren wird wieder übel hier schon. Das ist krass. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß nämlich nicht, wie man die macht. Die sind hier auch gar nicht. Naja, daneben nicht, ne? Oh, wir könnten hier einen Besucherhafen bauen, stimmt. Ja, lass ihn erstmal so bauen, ist ja egal. Wird sowieso nochmal anders gebaut. Oh, das ist doch kacke. Oh, was ist denn das, Alter? What the fuck? So ein Schmutz, du. So. Dann kommen hier nochmal Besucher. Habe ich ganz vergessen. Dann kriegen wir mehr Geld. Auf Ihren Befehl. So, wo ist dieses Schiff jetzt hier? Wir fahren dem jetzt hinterher. Ich will jetzt sehen, dass er was lädt. Bin ehrlich, kann ich einen Schluck dabei trinken? Und genießen wir mal das Meer. Für diese Kamerafahrt sehr, sehr geil immer. Man könnte ja sogar theoretisch überlegen, ob man einfach sagt, die Ekrus kaufen sich nur Segelschiffe und die Tycoons immer nur Dampfschiffe. Aber dann bist du natürlich, ja, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, ob sich das so lohnen würde oder ob das machbar, ob das gut umsetzbar wäre. Aber es wäre eine Überlegung wert, finde ich. Ob man das nicht... Boah, da hätten sie mal schon den Hafen. Also das Spiel ist schon schick, muss man sagen. Ne? Also nach wie vor bin ich immer wieder geflasht, gerade wenn man mal nicht von oben guckt, sondern mal die Kamera ein bisschen schwenkt oder so. Wie geil das einfach mal alles aussieht. Ah, schon sehr, sehr cool. Und man kann sehr weit gucken, ne? Also man, guck mal, wie weit man die Inseln sehen kann. Das ist schon... Und wenn das mit der Qualität und sogar noch bessere Qualität, dann... Guck mal, die Luftschiffe da. Wenn das dann das neue Anno auch mal... Ich habe hier gerade ein tiefes Gespräch. Hör mal auf, mich zu unterbrechen hier, du Ansager. Was soll denn das? Schiff ist von einer Überfahrt zurück. Ja, welches Schiff? Ein neuer Auftrag. Hier stehen jetzt wieder zwei. Du kannst... Ich glaube, bei der hier kann ich aber verkaufen, ne? So, lass mal eben kurz das hier beobachten. Das, was der jetzt macht.
Ich brauche ja auch eine zweite Anlegestelle vor allen Dingen, ne? Jetzt hat er geladen. Warum hat er beim ersten Mal nicht geladen? Ich verstehe das nicht. I don't get it. So, und damit sind wir am Ende angekommen. Es hat nämlich gepasst. Ich wollte das Schiff noch abwarten. Jetzt ist die Folge vorbei. Er hat geladen. Er fährt wieder weiter. Geile Scheiße. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Zum nächsten Mal. Genießt euren Tag. Macht's gut. Tschüss.